So. Dimlet Researcher. Der braucht einen Unknown Dimlet, einen Redstone Comparator und einen Machine Frame. Das ist alles nichts Dramatisches. Das kann man durchaus bauen. Das geht schon klar. Wir werden mal kurz unser Iron verarbeiten lassen. Haben wir denn da noch Kohle drin? Nein! Wir haben keine Kohle mehr drin. Warum nicht? Ich habe auch keine Kohle am Mann, um das jetzt da aufzufüllen. Ist natürlich blöd, weil dann wird natürlich der ganze Druck aufgebraucht werden. Wo ist denn die leere Chest? Da. So. Wir nehmen mal ein bisschen Kohle hier raus. Ich denke mal, so viel Coal Coke brauchen wir auch gar nicht. Wir belassen das mal bei 23. Coal Coke ist auch nur ein besserer Treibstoff. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es wirklich brauchen, um Steel herzustellen, aber ich bin der Meinung schon. So, packen wir da mal wieder rein. Oder nee, das ist eigentlich völliger Quatsch. Das ist eigentlich besser, wenn wir nur Coal Coke verwenden. Wir geben die Kohle wieder rein und nehmen die Coal Coke raus und benutzen die. Weil Coal Coke, das hat jetzt nur Zeit gebraucht, bis es hergestellt wurde, aber es hat eine viel längere Burning Time. Also das brennt 3200, nicht nur 1600. Es brennt doppelt so lange. So, da bekommen wir uns... Alter! Alter, was denn jetzt los? Ah ja! Ein einziges Iron Chunk schmilzt in 64 Iron Ingots. Oh Gott. Wirklich? Was ist denn hier los? Ein Iron Chunk? Okay, wahrscheinlich soll man ihn auch eigentlich in Washer packen. Aber im Friction Incinerator schmilzt er in 64 Iron Ingots. 64! Ah, Mann. Dieses Modpack. Wir löschen mal ein bisschen was davon. Was jetzt wirklich übertrieben ist, was ich nicht wirklich verdient habe. So, und dann nehmen wir mal hier noch ein bisschen Iron. Weil da werden 24 Stacks Iron Ingot rauskommen. Okay, weißt du was? Das können wir eigentlich löschen hier. Und das löschen wir auch. Und dann belassen wir es bei dem, was wir aktuell haben. Ist das ein Deal? Ich lösche noch zwei Stacks. Ich habe eben sogar einen Stack, einen Copper Stack gelöscht. Das macht jetzt auch nicht wirklich was. Okay, diese Serie, oh mein Gott. Oh mein Gott, diese Serie. Also irgendwas, es haut einfach vorne und hinten nicht hin. Das ist ganz furchtbar. So. Machine Frame. So, da brauchen wir dann noch Gold für. Da haben wir Gold und ich brauche noch ein bisschen Lapis. Wahrscheinlich brauchen wir auch noch Enderpearls und Unknown Dimlets. So, Lapis hatte ich aber. Das weiß ich. Wo ist unser Lapis? Da, ein einziges nur. Ist das wirklich alles? Ich brauche aber zwei. Ich bin eben an dem ganzen Lapis dran vorbeigerannt. Das kannst du mir jetzt nicht antun. Ich habe eben so viel Lapis gesehen. Überall. Ach Gott. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, nein. Mann, ey, komm schon. Das ist doch nicht wahr. Ich habe eben so viel gesehen davon. Ich brauche... Herrgott. Herrgott, noch eins. Manchmal glaube ich es echt nicht. Mir fehlt ein Lapis. Das ist unglaublich. So. Dann brauchen wir noch... nee, die gibt mal wieder. Wir brauchen noch einen Redstone Comparator. Brauchen wir Stone und Redstone Torches. So und so und so. Und wir brauchen noch ein bisschen Nether Quartz. Haben wir auch. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich glaube, das reicht, nicht wahr? Für... Jawohl, das reicht. Okay, dann brauchen wir noch 3 Redstone Torches. Nein, wir brauchen 6 Redstone Torches. So. 6 Redstone Torches. Und 6 Stone und 2 Nether Quartz. So, dann haben wir Redstone Comparator. Oder Comparator. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe keine Ahnung. So, und noch ein Unknown Dimlet. Und nochmal 2 Redstone. So. Toll. Mir fehlt ein einziges verfluchtes Lapis. Das ist einfach nicht wahr. Das glaube ich einfach nicht. So, wie viel... Okay. Macht er das eigentlich mit allem, oder? Ich hatte doch sogar ein bisschen Copper-Ohr gefunden, war? Oder abgebaut? Na, ist egal.
Ist egal, ich habe ja auch eben einen Stack Copper gelöscht. Also irgendwie ist mir das im Moment alles so ein bisschen egal, weil es ja nicht wirklich vorwärts geht. Jedenfalls nicht so, wie ich das gerne hätte. Wenn wir erst einmal mit Flexbier durchstarten, dann, dann ist sowieso alles ganz anders. Erstmal brauchen wir jetzt ein bisschen Lapis. Und zwar nur aus dem einen Grund, weil mich das interessiert, ob wir so ein Dimlet haben. Das ist jetzt wieder völlig an dem eigentlichen, an dem, was wir eigentlich machen wollen, dran vorbeigeschrabt. Und einfach mal gucken, oh, ich habe gerade Lust, ich will jetzt mal was ausprobieren. Das ist es gerade, was ich jetzt mache, nichts anderes. So, wir werden doch bestimmt Lapis finden. In diesem ewigen Tunnel. Nein, wir buddeln jetzt einfach mal hier durch. Ich hätte gleich hier noch eine Iron Pickaxe bauen sollen. Das ist nicht gut, dass ich hier die ganze Zeit mit Diamond Pickaxe langrenne. Aber ist egal, sobald wir mit Flexbeard angefangen haben, brauche ich keine Pickaxes mehr. Ich glaube, dieser Tag wird nie kommen. Er wird nie kommen. Es sei denn, ich bestelle mir bei Zink, bei Amazon ein bisschen Zink. Wenn ich das nicht tue, werde ich wahrscheinlich nie Zink bekommen. Ich frage mich, wie viel Zink ich wohl brauche, wenn ich jetzt bei Amazon eine Lieferung aufgebe. Ich meine, wie viel Zink würde man sich da besorgen? Ich weiß es nicht. Wenn man jetzt davon ausgeht, man möchte nur einmal Zink bestellen und hat dann genug, ich weiß nicht, wie viel man dann braucht. Ist jetzt eine schwierige Frage, ne? Vielleicht wissen das ja die Gesundheitsfreaks unter euch, wie viel Zink man so braucht. Vor allem, wenn man Flexbeard Steam Power Mod durchstarten möchte und die Welt einem einfach keinen Zink gibt. Aus irgendeinem Grund. Ich verstehe das nicht. Irgendwie kommt es mir so vor, dass wir nicht wirklich Fortschritte machen, sondern ich die ganze Zeit nur dabei bin, irgendwas zu suchen. Vielleicht sollte ich auch einfach wieder in den Nether zurückgehen, um diesen normalen Blast Furnace zu bauen, damit wir Steel herstellen können, um uns endlich eine vernünftige Stromproduktion zu bauen. Denn wenn die steht, dann wird auch alles besser. Es ist diese Anfangsphase, in der wir uns gerade befinden, die meiner Meinung nach oder nach meinem Geschmack schon viel zu lange anhält. Also diese Anfangsphase hier echt, die ist jetzt schon viel zu lange. Viel zu lang. Vielleicht muss ich hier wirklich mal die ein oder andere Sache ein bisschen vorbereiten. So ein böses, böses Wort. Vielleicht muss ich das tatsächlich mal tun, damit wir hier ein bisschen vorwärts kommen, weil das ist ja echt furchtbar. Wisst ihr was? Ach, jetzt bin ich in meine eigene Höhle rein. Wisst ihr was? Genau das werde ich tun. Genau das werde ich tun. Ich werde vorbereiten zum nächsten Mal. Das ist doch einfach alles nicht wahr. Wir brauchen unbedingt Zink und ich werde mich bis zum nächsten Mal um dieses Zink gekümmert haben. Alter, ist dieser behinderte Köter eigentlich total verrückt geworden? So. Ich werde mich jedenfalls bis zum nächsten Mal um das Zink kümmern, aber wir haben jetzt noch was anderes vor. Ich gehe jetzt in den Nether und sammle ein bisschen Soul Sand. Und von dem Nether Rack sollten wir eigentlich genug haben. Bin ich der Meinung. Ich guck mal gleich noch, ob wir genug Netherrack haben. Ansonsten können wir das auch gleich noch in unseren Friction Incinerator, oder? In unseren Friction Incinerator? Ich weiß nicht. Packen wir das in unseren Friction Incinerator oder nicht? Der wird ziemlich lange brauchen und wertvolle Coal Coke auffressen. Vielleicht wollen wir das nicht. Vielleicht wollen wir einfach unsere normale Kohle auffressen lassen, aber die ist weniger effizient. Ja, ich weiß nicht. Gucken wir mal kurz. Wir werden das oben schmelzen, weil ansonsten komme ich nur durcheinander. Wo ist denn jetzt mein ganzes Zeug hin und so nach dem Motto? Dabei habe ich es die ganze Zeit unten gehabt. So, wir haben also, doch da haben wir ein bisschen Nether Brick, okay. Wir haben aber kein Nether Rack. Und haben wir denn hier irgendein Nether Rack? Nee. Und haben wir denn hier, da haben wir 18, na Donnerwetter. Und noch ein bisschen Nether Brick. Wir scheinen aber gar kein Soul Sand zu haben. Den brauchen wir aber. Und wir brauchen auch unbedingt Slime Balls. Habe ich irgendwie die Möglichkeit, vernünftig Slime Balls herzustellen oder nicht? Ich weiß nicht, also wir scheinen keinen größeren Vorrat an Slime Balls zu haben und deshalb befürchte ich, es wird ziemlich schwer, Slime Balls zu bekommen. Moment, wir können ja erstmal gucken, wie man Magma Cream herstellen kann, ob es da noch was anderes für gibt. Rotten Pear, okay, Slime Ball, Rotten Pear, Pink Slime Ball von Mine Factory, okay, das ist aber noch schwerer. Gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit? Scheinbar nicht.
Pink Slime Ball von Primitive Mobs können wir auch noch benutzen. Okay, wie kann man den Slime Ball herstellen? In einer Magmatic Centrifuge mit zwei Cactus Green. Das ist ja interessant. Okay. Also, wir können einfach einen Magmatic Centrifuge bauen, auch mit Blaze Rods, und da dann Cactus Green umformen in Slime. Das ist eigentlich eine gute Sache. Trotzdem brauchen wir dafür auch wieder Blaze Rods. Das heißt, es wäre wieder einmal durchaus von Vorteil, wenn wir diesen verfluchten Kaktus finden würden. Also ich möchte jetzt auf den Boden des Nether, ich möchte so einen Kaktus finden und ich möchte Soul Sand abbauen. Und eigentlich, wenn ich gleich da bin, möchte ich auch noch ein bisschen Blaze Rods. Quatsch. Ein bisschen... Ach du lieber Himmel, ein riesiger Heatsgar-Spider. Ich möchte außerdem noch ein bisschen Lapis. So. So, also hier bin ich doch schon letzte Mal angegangen. Das ist ein scheiß Nether. Der gefällt mir jetzt echt nicht. Das hier ist sehr ungünstig. Wir werden das einfach mal hier runterbuddeln. So. Buddeln wir uns einfach mal hier runter. Vielleicht lande ich da ja jetzt hier in Paradies. Ich habe keine Ahnung. Wollen wir mal gucken. Im Land, wo Milch und Honig fließt, nicht wahr? Nur blöd, dass ich keinen Honig mag. Ah, ja. Ah. Mann. Warum ist denn das so schnell geflossen? Das war nicht normal, dass es so schnell fließt. Fast als wäre irgendwie die Tickgeschwindigkeit höher gewesen. Ey, komm schon. Komm schon, du wirst da jetzt nicht verbrennen. Gott. Alter. Okay, ich muss also noch ein bisschen langsamer graben und erst einmal warten, ob da irgendwas rauskommt. Nicht einfach einen Block abbauen und dann sofort in das Loch reinspringen. Das bringt nicht wirklich was. Okay, da bin ich relativ sicher. Hier haben wir noch ein bisschen Iron. Es wäre schön, wenn da irgendwo Lapis wäre. Gut, schon wieder bin ich rausgeschmissen worden. Ich weiß nicht, woran es liegt. No further information. Los, du lässt mich jetzt gefälligst auf diesen Server. Okay, er lässt mich nicht auf den Server. Ah! Okay. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ich höre gerade ein Schaf. Mein Server hat also gerade wieder mal einen Neustart vollführt. Warum auch immer. Es macht auf mich alles gar keinen Sinn mehr. So, oh Gott, ich werde sowieso gleich sterben. Ich bin ein toter Mann. Ich bin ein toter Pesti. Ich weiß, ich bin tot. Ich weiß, ich bin tot und es gibt nichts, was ich dagegen tun kann. So, alleine wenn ich schon die große Spinne besiegen kann, ja, dann kommen die Kleinen und töten mich. Oh. Direkt neben Lava. Quatsch, direkt neben Lapis. Okay. Your home bed was missing or obstructed. Okay, es funktioniert also auch mit einem Bett nicht. Ich sage euch was, das war die absolute Katastrophenaufnahme 5000. Ich werde hier die ein oder andere Sache vorbereiten müssen. Ich werde Zink vorbereiten und ich werde andere Sachen vorbereiten. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde... Ach, keine Ahnung. Ich weiß nur, diese Aufnahme ist jetzt zum Ende gekommen. Wir haben gar nichts erreicht. Alles ist für den Arsch. Mein Server ist der größte Kackhaufen, den es gibt. Seit 2 Tagen oder so. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich muss euch jetzt an dieser Stelle einfach verlassen. Ich kann nicht mehr. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Tschüss und bis dann.